Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Whispered World. Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht mehr so unsere ganzen Aufgaben, weil ich letztes Mal nur zu einer Aufnahme gekommen bin. Aber ich bin mir jetzt sicher, ich darf jetzt das hier abhängen. Zack. Zack. Und die Wäscheleine brauchen wir auch nicht mehr, die nehmen wir doch auch noch mit, oder? Zack. So. Okay. Dann hätten wir schon mal das. Wo gibt es hier noch andere Sachen zu sehen, außer Gleise? Hier geht noch ein Weg. Können wir da noch weitergehen? Nein. Okay, also hier geht es nur in diese Richtung. Wir könnten... Wir haben eine Wäscheleine. Wir haben, oh, wir haben einen Schlägel ja auch noch. Pelzvieh. Runder Stein. Mal schauen, was passiert. Damit würde ich sie bestenfalls kurz aufschrecken. Ich brauche eine bessere Idee, um sie langfristig vom Beet fernzuhalten. Eine Vogelscheuche. Oh, warte mal. Wenn wir hier dem Pfahl irgendwie was anziehen könnten. Aber vielleicht bräuchten wir auch selber einen Pfahl, wenn wir hier einfach mal... Die Kürbisernte wird dieses Jahr wohl ziemlich dürftig ausfallen. Nein. Okay, wenn wir den Schlägel hier einstecken... Huch! Ah. Der Knüppel hat in etwa die Größe von Maurice. Ach so. Wenn wir dem jetzt das Hemd anziehen. Die richtige Größe hat es schon mal. Aber so würde es wohl kaum halten. Es fehlen die Ärmchen. Es fehlen die Ärmchen. Damit würde ich sie bestenfalls kurz aufschrecken. Ich brauche eine bessere Idee, um sie langfristig vom Beet fernzuhalten. Ja, ja, ja. Du sollst das ja auch mit dem... Damit würde ich sie bestenfalls... Okay. Ich brauche eine... Ja. Okay, also das geht nicht. Ärmchen fehlen. Den Schlüssel brauchen wir doch nicht mehr, oder? Damit würde ich sie bestenfalls kurz... Ja. Brauche eine... Okay. Gut. Haben wir irgendwo noch einen Stock oder so? Hier in dem Screen nicht. Ich mach mal Doppelklick, sonst läuft er wieder so Ewigkeiten und nichts passiert. So. Aufzug. Gucken wir dann nochmal nach unten. Ich war da bestimmt nicht wieder runter. Ich bin heidenfroh, dass ich den Askil entkommen konnte. Gut. Sehe ich ein. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nein. Nein. Habe ich hier irgendwas übersehen? Garten. Das ist aber nur Garten. Da sind nochmal Gleise. Aber ansonsten nicht. Das sieht nicht nach einer sonderlich vertrauenserweckenden Route aus. Ach so, das ist das Gleiche, was er hier auch sagt. Ja. Können wir mit dir nochmal reden? Geh da nochmal. Du schon wieder. Was soll das werden? Eine Belagerung? Was ist mit meiner Bezahlung? Mal sehen. Du bist mein Gärtner, aber du hast die Vögel noch nicht verscheucht. Darum gibt es für dich auch noch kein Geld. Du bist mein Berater. Du bist mein Clown. Und du bist mein Wäscheboy. Du hast also bereits 3 Goldstücke verdient. Ich bewahre das Geld für dich auf, bis du Feierabend hast. Darf ich mir die Lok jetzt angucken? Klar. Das macht 10 Goldstücke. Na ja, für dich 5. Hast du das Geld dabei? Nicht direkt, aber könnte ich es nicht gegen mein Gehalt rechnen? Das ginge vielleicht, aber erst mal sehen, wie viel du überhaupt schon verdient hast. Also, du bist mein Gärtner, aber du hast die Vögel noch nicht verscheucht. Darum gibt es für dich auch noch kein Geld. Du bist mein Berater, du bist mein Clown und du bist mein Wäscheboy. Du hast also bereits 3 Goldstücke verdient. Ja, das reicht wohl nicht ganz. Schade, du wärst mein erster Kunde. Ich hätte einen weiteren Tipp. Immer raus damit, immerhin bezahle ich dich dafür. Du solltest den Namen ändern. Was denn? Schon wieder? Unbedingt. Maurice, majestätisches Eisenbahnmuseum. Das klingt viel zu protzig. Was schlägst du vor? Mir gefällt,
Maurice Medium Museum. Weniger exklusiv. Aber vielleicht öffnet das mein Museum für einen neuen Kundenstamm. Maurice Medium Museum. Na gut, dann machen wir es eben so. Hoffentlich bringt es was. Hast du noch so einen Tipp? Mir fällt nichts ein. Ha! Einen tollen Berater habe ich da. Du lässt dir lieber was einfallen oder ich streiche dir die Urlaubspauschale. Okay, ich habe keine Zeit für Unterhaltung. Dafür redest du aber ziemlich viel. Ah. Spot verwenden ist natürlich doof. Aber vielleicht können wir Spot mit irgendwas anderem verwenden. Vielleicht als Feuerspot. Hier das hier in die richtige Form schmelzen. Warum nur bekomme ich plötzlich Hunger auf Marshmallows? Ach, nein. Das hier in die richtige Form schmelzen. Danke, Cedric, dass du mich befreit hast. Du bist der Größte. Danke, danke, danke. Ach, nicht der Rede wert. Ich habe es gern gemacht. Den Stein vielleicht obendrauf. Der Knüppel sitzt bereits tief genug. Ja, du sollst ihn auch obendrauf legen. Ich habe es bereits abgehängt. Damit würde ich sie bestenfalls kurz aufschrecken. Ich brauche eine bessere. Ja. Ja, die Hose vielleicht zuerst. Benutzen? Damit würde ich sie bestenfalls kurz. Brauche eine. Nein. Ha. Huh. Ja, ich sehe halt nichts. Ansonsten können wir den Spot damit benutzen. Nein, das passt hier nicht. Nein, das passt hier nicht. Ha. Huh. Vielleicht sollte ich Spot hier anleihen und später wieder abholen. Ist ja schon gut. Ich mach doch nur Spaß. Okay. Es geht wieder los, dass ich nicht mehr so wirklich weiter weiß, ne? Karten. Wir können den Karten nochmal angucken. Naja, Lauf hin und her. Hier wächst wohl gar nichts. Hey! War das etwa eine Anspielung auf meine Größe? Verdammt, es war keine. Nicht mal das habe ich mir drauf. Die Vögel scheinen sich da recht wohl zu fühlen. Es könnte sich als schwierig erweisen, sie vom Beet zu vertreiben. Ja, ja. Das ist es auch. Warte mal, wenn wir jetzt nochmal den Namen nennen. Wieder nochmal. Du schon wieder. Was soll das werden? Eine Belagerung? Ich hätte einen weiteren Tipp. Immer raus damit. Immerhin bezahle ich dich dafür. Du solltest den Namen ändern. Was denn? Schon wieder. Schon wieder? Unbedingt. Maurice ja, ja. Medium Museum. Das hat kein Pep. Was schlägst du vor? Mehr als ein Maurice Mini Museum sehe ich hier nicht. Mini Museum? Soll das eine Anspielung sein? Glaub mir, die Menschen mögen kleine Sachen. Man wird dir die Bude einrennen. Okay, okay, okay. Der Name wird geändert. Aber dann muss ich auch den Gärtner wieder entlassen. Das Gehalt wird eingezogen. Und die Wäsche kann dann auch wieder draußen hängen. Also entlasse ich den Wäscheboy. Und nein, das nein, Gehalt nein, nein, nein. wird ebenfalls eingezogen. Hast du noch so einen Tipp? Du solltest unbedingt die Wäsche abhängen. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Schon. Welchen guten Namen denn? Es ist Maurice Mini-Museum. Die Leute können froh sein, dass sie aufrecht stehen können, Medium? Während sie sich die Lok anschauen. Du solltest den Namen ändern. Was denn? Schon wieder? Unbedingt. Maurice Mini-Museum. Das macht einfach nicht genug her. Was schlägst du vor? Mir gefällt Maurice Medium Museum. Weniger exklusiv. Aber vielleicht öffnet das mein Museum für einen neuen Kundenstamm. Maurice Medium Museum. Na gut. Dann machen wir es eben so. Hoffentlich bringt es was. Hast du noch so einen Tipp? Du solltest unbedingt okay, die Wäsche das abhängen. Das wird dem guten Namen deines Museums einfach nicht gerecht. Ja, gut, das sehe ich ein. Leider kann ich hier nicht weg, um mich selbst darum zu kümmern. Ich muss die Kasse vor diebischen Mitarbeitern bewachen. Du könntest mich ja als Wäscheboy anerledigen. Ich will anderer sein. Na gut, du das bekommst aber schon. Erst...
Diese Fühl, das wird dem gut. Aber was soll diese Mist? Es hilft. Naja. Hab ich schon. Ich könnte doch. Du bist ja schon gut, wenn du es schaffst als Gar. Aber wie gesagt. So, und jetzt müssen wir die Preise senken. Du könntest die Preise senken. Ich glaube, du hast recht. Für einen Besuch in Maurice Medium Museum sind 8 Goldstücke wohl angemessen. Perfekt. Okay, das haben wir schon mal. Also das bekommen wir hin. Das heißt, wir müssen nur noch 4 bezahlen. Und wenn wir die Vögel weg haben, dann können wir uns den Eintritt leisten. Mir fällt nichts ein. Ha! Einen tollen Berater habe ich da. Du lässt dir lieber was einfallen. Oder ich streiche dir die Urlaubspauschale. Ich habe keine Zeit für Unterhaltung. Dafür redest du aber ziemlich viel. Okay. Wir hören uns noch einmal, was die beim anderen Screen zu sagen haben. Jetzt weiter oben, links in der Ecke. Ich glaube, den Screen gab es schon sehr lange, bevor wir überhaupt überlegt hatten, was wir machen wollten. Da hast du wunderschöne Texte auch gemacht, zum Beispiel, wenn man irgendwie die Schlucht runterrotzt. Das hat Gunnar so hervorragend gemacht, dass wir dann halt irgendwie, während wir dieses Runterspucken aufgenommen haben im Studio, dass er dann der Meinung war so, ja, aber Sedwick kann doch bestimmt nicht gut spucken. das groß ankündigt. Und dann nur so klein, Täh. Ja, Sedwick ist so eine Lusche, ey. Ja. Das hat mir jetzt nicht weitergeholfen. Ich weiß ja nicht, vielleicht kommen wir da an Holz irgendwie ins Nein, Ohr. Der Fahrstuhl hat seinen Zweck bereits erfüllt. Ja, mach ihn doch kaputt, dann kommen die nicht mehr rauf. Also ist super. Können wir den absperren? Nein, der Fahrstuhl hat seinen Zweck bereits erfüllt. Nein, können wir den anleihen? Nein, der Fahrstuhl hat... Nein, können wir... Zugegeben, Steine haben sich bereits mehrfach als nützlich erwiesen, aber irgendwo ist auch mal Schluss. Ja, ich glaube, es ist noch nicht zugegeben. Lustig. Steine aber irgendwo. Ja. Nein, danke. Zugegeben. Steine aber irgendwo. Ja. Was Nein, war danke. Hier? Mir liegen schon mehrere Steine im Magen. Ach so, Essen. Ja. Kann man die Man kann mit Opas Hose ja wirklich viel anfangen, aber Essen gehört nicht dazu. Du sollst ja auch nicht essen. Ich bin nicht so verzweifelt, dass ich wahllos Sachen aneinander knote. Es ist eher diese andere Art von Verzweiflung, die bei der man sowas bleiben lässt. Oh, ich verstehe. Das nennt sich auch Depression. Nein, das ist kein Ravioli, sondern tatsächlich ein Hemd. Den bewahre ich lieber auf, bis ich das passende Schloss finde. Wir haben schon etliche passende Schlösser gefunden. Kein Thema. Oh, wir haben ja... Oh, wir haben ja noch mehr dabei. Ha! Ha! Ich kenne weniger gefährliche Methoden, um meine destruktive Ader auszuleben. Okay. Nein, das ist kein Ravioli, sondern tatsächlich ein Hemd. Warte mal, wir haben ja diese Stöckchen. Das wären doch prima Arme. 2 Stück sogar. Ja, perfekt. Den einfach mal noch links und rechts hinzugesteckt. So. Ein Hemd. Da drüber. Hey, funktioniert jetzt schon. Mission erfüllt. Oh, bravo. Du hast die Vögel verscheucht. Willst du jetzt eine Mitarbeiter des Monats Plakette? Dein Dank ist mir Lohn genug. So. Haben wir das mal gemacht. Ja, der ist aber trotzdem ein bisschen kleiner als der, ne? Ja, wir hören uns mal an, was die sagen. Okay, hier kommt ein wunderbarer Charakter, den sich Pookie ausgedacht hat. Das ist Maurice. Maurice. Ja. Auch wunderbar vertont von unserem Lars. Ebenfalls einem alten Kumpel, den ich und Schauspieler, aus dem Schauspieler, mit dem ich schon vor Gründung von The Delic viel zu tun hatte. Wir sind auch tatsächlich zur selben Schule gegangen, in Norderstedt. Ach. Ja. Genau, der war in der, im Jahrgang von meinem Bruder. Er hatte eine sehr
weit auseinandergehende Stimmbandbreite kann sehr unterschiedliche Charaktere sprechen. Er spricht unter anderem auch den Barmann in Edna bricht aus und Harveys neue Augen. Okay. Und von so aus kann er halt einfach so umswitchen auf solche Charaktere. So ein bisschen. So wie keifende Wadenbeißer. Ja, aber optisch hast du dich da schon an deinem Mops orientiert, bei Morischen. Also der hat halt unglaublich viel Spaß gemacht, gerade irgendwie im nächsten Raum, den ihr jetzt noch nicht sieht, wo er halt auch wohnt. Ja. Aber da will ich jetzt nicht zu viel erzählen. Hier fällt mir natürlich noch dazu ein, dass das hier wirklich der komplexeste Multiple-Choice-Dialog in Whispered World war. Alleine das Ablaufdiagramm dieses Dialoges passte nicht mehr so richtig auf eine Seite. Das ist so verschränkt und so komplex, weil halt hier ein großes Dialogrätsel stattfindet. Und es so viele unterschiedliche Zustände quasi da drin gibt. Das mal wieder ein überbordender Dialog. Ich glaube, wir haben noch gar nichts zum Spot-Inventar zum Beispiel gesagt. Oder zum Interface allgemein. Das kommt nämlich auch vom Bade, diese Überlegung. Das sollten wir aber vielleicht für den nächsten Raum uns aufsparen, weil da benutzt man Spot ja mal so richtig dolle wieder. Genau. Ja, Spoiler! Und natürlich diese markigen Bahngleise, die ebenfalls in einer frühen Skizze von dir zu sehen waren. Und die wir dann halt ebenfalls ein bisschen tiefer in die Story mit reingewoben haben. Ich weiß, wir hatten sogar überlegt, die mal aufs Cover zu packen. Genau, es gab ein paar Coverentwürfe, da waren die mit drauf. Das fand ich eigentlich auch ganz hübsch. So in Parallelperspektive. Die hat es nicht so gefallen. Ich fand die Idee eigentlich ganz gut. Ich fand es ganz schön, dass ein bisschen mehr Landschaft drauf war, aber die Charaktere gingen halt stark unter. Ja, im Endeffekt über das Cover hat nachher im Endeffekt das Marketing das letzte Wort. Ich glaube, das wäre auch nicht so ganz im Kanon von unseren anderen Spielen gewesen, wo wir ja immer unsere Charaktere ganz stark präsentieren. Genau. Carsten hat ja auch sehr viel mit dem Cover da gemacht. Genau. Ja, können wir noch irgendwas über Carsten mal erzählen? Wir erzählen so selten was über Carsten bei diesen Entwicklerkommentaren, fällt mir dabei ein. Ja, das stimmt. Also am Cover hat er auf jeden Fall sehr viel mitgearbeitet und hat uns ansonsten eigentlich immer... Ja, was wahrscheinlich auch ziemlich selten ist in der Games-Branche insgesamt oder insgesamt wahrscheinlich beim... für Produzenten, irgendwo ist er ja Produzent. Mhm. Executive Producer steht dann immer in den Credits, aber eigentlich ist er halt der Chef. Und eine seiner allerbesten Eigenschaften ist natürlich, dass er sich tatsächlich, was den Inhalt der Spiele anbetrifft, immer sehr, sehr stark zurückhält und uns einfach so freie Hand lässt. Und auch gegenüber unseren Publishing-Partnern eben immer in die Bresche springt und dafür sorgt, dass wir so frei wie nur irgendwie möglich als Autoren arbeiten können bei der Delic. Genau, sowas habe ich auch noch nicht erlebt, irgendwie, dass wirklich der Chef so für die Künste einspringt. Das ist schon, oh Gott, jetzt schlage ich viel zu viel. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Schneiden wir das. Ja, ist doch schön, wenn sich ein Chef mal für die, sag ich mal, Motivation der Mitarbeiter auch ein bisschen einsetzt, weil das kommt ja auch daher. Wenn ich das machen kann, worauf ich Lust habe, beziehungsweise was mir gefällt oder was mir gefallen würde, habe ich doch auch viel mehr Motivation, da was draus zu machen, als wenn mir vorgesetzt wird, hey, das musst du jetzt machen und genau das setzt du jetzt um und dann stehst du da und denkst dir, oh, wirklich? So? Warum? Das macht doch gar keinen Sinn, Gut, bei den Spielen von der Delic macht vieles nicht vielleicht so viel Sinn, aber egal. Also es geht doch einfach ums sich selbst auch so ein bisschen ausleben bei der ganzen Geschichte. Und dann wird das Ganze halt viel komplexer oder viel aufwendiger vielleicht, als es sein müsste. Aber dadurch halt auch gut, meistens. Also klar gibt es so
ja, gibt es bestimmt so ein oder andere Sachen, die man vielleicht lassen könnte oder von denen vielleicht ein Chef nicht so begeistert wäre. Zum Beispiel, wenn halt jemand sich irgendwie auf so ein ganz spezielles Thema einfach fixiert und nicht weiterkommt. Ja, das ist natürlich doof. Aber ich denke, das ist ja hier auch eher weniger passiert. Die waren ja selber motiviert, dass das vorangeht und so. Und von daher, ich glaube, das ist ja, das ist doch ganz gut gelaufen alles, oder? Also, ja, jetzt, ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns mal den Zug an. Bis dahin, macht's gut.